Es ist wieder soweit, ich heiße euch ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge Real Rabbit und heute zeige ich euch eine weitere Action Cam und zwar von der Firma Xiaomi, die Yue. Verzeiht mir, wenn ich es falsch ausspreche, ist ein chinesischer Hersteller und Xiaomi ist Marktführer für Smartphones in China und hat jetzt vor ein paar Monaten diese Action Cam rausgebracht und ich dachte mir, die kann ich euch nicht vorenthalten. Ich sage nur, um euch ein bisschen Appetit aufs Video zu machen, Full HD mit 60 Bildern die Sekunde für unter 100 Euro und das zu einer richtig guten Qualität. Wir schauen gleich zusammen in diese Box rein, dann gehe ich auch raus, filme mit der Kamera, zeige auch, wie die Fotoqualität ist und dann am Ende natürlich mein Fazit. Es wird auch ein Teil 2 Video geben, wie sonst auch, wenn ich eine neue Action Cam vorstelle, die GoPro Hero 4 gegen diese Kamera mit den gleichen Einstellungen natürlich. Also seid gespannt und sehr viel Spaß beim Zuschauen. So, das Intro ist vorbei und es geht direkt los mit der Verpackung und hier kann man sagen, weniger ist manchmal mehr. Ich finde, das Design ist wirklich sehr gelungen. Es ist einfach so eine natürlich belassene Verpackung mit dem Kameranamen drauf und mehr ist es nicht, aber auf mich wirkt es sehr edel und wunderschön, auch wenn die Verpackungskosten hier vielleicht gering gehalten sind, was auch richtig gut ist. Hier wurden auch keine künstlichen Lacke verwendet, die naturschädlich sind. Es sieht dennoch wunderschön aus und hier ein großes Plus an Xiaomi für diese Arbeit, denn man weiß, oft, wenn Produkte aus China kommen, die sind dann irgendwie zugeklatscht mit irgendwelchen matten Lacken und Folien kaschiert und was weiß ich was alles. Und hier einfach wunderschön. So, jetzt fangen wir einfach mal an, sonst wird das Video wieder zu lange. Ich kenne das. So, wir sliden den Deckel hoch. Und hier sehen wir auch schon die Kamera. Die Kamera an sich gibt es in zwei Farben. Einmal hier dieses grünliche und einmal komplett in weiß. Wir gucken uns natürlich die Kamera gleich nochmal genauer an. Ich nenne erstmal den Preis dieser Kamera. In dieser Farbe hier kostet sie 84,98 Euro auf Amazon. Natürlich in der Beschreibung unten verlinkt, ist ja klar. Und wenn man die Version in weiß holt, diese kostet nur 78,53 Euro. So, zur Kamera kommen wir gleich. Wir schauen erstmal an, was sonst noch in dieser Box ist. Denn es ist nicht viel. Aber ihr habt eben den Preis gehört, oder? So. Das muss ich hier rausziehen. Hier unten ist eine Anleitung. Diese ist leider nur auf Chinesisch bei mir. Aber naja, ich brauche sie trotzdem nicht, weil die Kamera ist sehr simpel aufgebaut und jeder versteht auf Anhieb, wie das Ganze funktioniert. Hier lässt sich das Teil nochmal öffnen. So. Anbei ist ein USB-Kabel zum Laden des Gerätes. Ich zeige euch gleich nochmal die Schnittstelle. Und zwar ist das Coole, anders als bei der GoPro, ihr habt ein Micro-USB-Kabel, ähnlich wie bei eurem Smartphone. Ihr könnt also auch mit eurem Smartphone-Ladegerät diese Kamera aufladen. Bei der GoPro ist es ein anderer Anschluss. So, weg damit und den Akku noch rausschmeißen. So, dieser Akku hat eine Milliampere-Zahl von 1010, wenn ich mich nicht täusche. Das stand sogar irgendwo drauf, genau 1010 Milliampere. Und ihr könnt so, ja, gleiche Betriebsstunden wie bei der GoPro Hero 4 erwarten. Also man kann so zwischen, je nachdem welche Auflösung, ob Wi-Fi mit oder ohne, zwischen einer und zwei Stunden könnt ihr mit dieser Kamera arbeiten. So. Wie ihr vielleicht jetzt gemerkt habt, es ist sonst kein weiteres Zubehör mehr dabei bei der Kamera, aber für den Preis ist es wirklich okay. Ihr habt zum Beispiel kein Unterwassergehäuse, so wie es bei der GoPro ist. Ja, dieses könnt ihr natürlich parallel erwerben, kostet auch um die 15 Euro oder sowas oder 20, ich weiß es gerade nicht genau, aber ihr könnt quasi sofort loslegen und mit dieser Kamera arbeiten. Wir legen erstmal unseren Akku ein. Und das passiert auf der Rückseite, wenn wir jetzt die Kamera gedreht haben. Hier ist so ein kleines Fach, das macht ihr auf, funktioniert wunderschön. Ich muss auch wirklich sagen, für dieses Geld, also um die 80 Euro, je nachdem welche Version ihr habt, ist die Verarbeitung richtig schön. Ihr seht es hier im Deckel, sind so schön Gummis angebracht und diese Platte lässt sich parallel abschrauben. Also einfach wunderschön gemacht. Das kann man wirklich hier sagen. So, Akku einsetzen. Alles passt auch wundervoll. Die ganzen Spaltmaße. Es ist nicht so, dass irgendwas knatscht oder, ja, keine Ahnung, sehr unpassend aussieht. Ist hier überhaupt nicht der Fall. Ihr seht das, wie schön das hier alles verschlossen ist. Und wenn wir schon bei der Rückseite sind, gucken wir uns mal diesen Deckel hier an. Hier drunter sitzt unsere MicroSD-Karte. Die habe ich natürlich schon eingesetzt. Und hier dann der HDMI-Anschluss und hier dann auch unser USB-Anschluss. Und ihr seht es, sieht genauso aus wie bei eurem Android-Smartphone. Ihr könnt direkt loslegen.
Wenn wir jetzt von hinten nach unten hin drehen, dann sehen wir ein Feature, was die GoPro zum Beispiel nicht bietet, und zwar ist es dieses Gewinde hier. In diesem Gewinde oder an dieses Gewinde könnt ihr Stative dran schrauben und dann kommt das richtig coole. Ich habe so ein Adapterstück zu Hause schon irgendwie rumfliegen gehabt. Das könnt ihr hier reindrehen und dann könnt ihr alles, was es an GoPro-Zubehör gibt, verwenden. So, ich habe es natürlich jetzt schief reingedreht, fürs Video ist es okay. Ja, so ähnlich wie bei dem Case, was bei der GoPro dabei ist, könnt ihr quasi die Kamera an allen Saugnapfstativen, Selfie-Sticks, was es da alles mittlerweile gibt, ihr habt ja schon genug auf meinem Kanal gesehen, könnt ihr alles mit dieser Kamera verwenden. Natürlich, wenn ihr dann auch das Unterwassergehäuse kauft, da ist auch die gleiche Schnittstelle zu sehen. Um euch mal kurz die Größe zu zeigen, das hier ist die Hero 4. Nehmen wir die Xiaomi. Ich hoffe, ich spreche es einigermaßen richtig aus. Ihr merkt auch, hier ist überhaupt kein Display. Muss meiner Meinung nach auch nicht sein. Hier wurde es wirklich sehr gut gelöst. Ihr habt quasi hier, wenn ihr es jetzt mal anguckt, einmal eine Kamera und eine Fotokamera quasi, also Video und Fotokamera drauf. Und dann könnt ihr einfach zwischen den Modi switchen und quasi wechseln, ob ihr jetzt fotografieren oder filmen möchtet. Und ich finde, dieses Display ist gar nicht so wichtig, wie es angepriesen wird. Ist einfach auch nur eine weitere Fehlerquelle, denn dieses Display ist sehr anfällig für Stürze und kann mal schnell brechen und hier fällt es dann einfach komplett weg. Wenn wir die Kamera drehen, haben wir hier ein Mikrofon und den Auslöseknopf, ähnlich wie auch bei der GoPro, dann könnt ihr Fotos knipsen. Ansonsten haben wir hier den Wi-Fi-Button, auch wie bei der GoPro. Es wird laut Datenblatt gesagt, dass hier eine Wi-Fi-Verbindungsentfernung, also Reichweite wohl eher, von 100 Metern habt. Also ich muss das auf jeden Fall nochmal testen. Klingt für mich ein bisschen zu utopisch, aber wenn es wirklich so wäre, das wäre richtig krass. Ansonsten hier noch ein Lämpchen und hier, ähnlich wie bei der GoPro, hier noch ein weiteres. Wenn ihr aufnehmt, blinken diese rot und ihr könnt von jeder Seite aus sehen, dass die Kamera am Filmen ist. Genauso wie bei diesem Anmachknopf hier, da ist nochmal ein Ring, der beleuchtet ist, der euch dann verschiedene Modi anzeigt. Wenn es rot blinkt zum Beispiel, dass es am Aufnehmen ist, oder wenn es rot leuchtet, dass euer Akku fast leer ist. So schmeißt ihr die Kamera an. Ja, geht auch wundervoll. Wir gucken uns natürlich gleich nochmal die App an und anhand des blauen Lichts seht ihr auch schon, dass die Kamera startklar ist. Jetzt leuchtet es. Geht auch wunderbar. Bei greller Sonne teilweise ein bisschen schlecht zu sehen, aber es ist okay. Nochmal kurz zum Chip, der hier verbaut ist. Es ist ein Umbrella-Chip, anders als bei der SJ4000-Kamera zum Beispiel. Ich fand, die SJ4000 Actioncam, die ich natürlich auch reviewed habe, hat das Bild ein bisschen zu sehr ins Blaue und Kontrastreiche gezogen. Und das Gute an diesem Chip ist, die Bilder und Videoaufnahmen wirken sehr neutral. Da bleibt euch wirklich sehr viel Spielraum, um kreativ zu werden. Sei es, wenn ihr die Bilder auf Instagram stellt und dann die ganzen Filter und Bearbeitungen draufklatscht. Ihr könnt viel mehr rausholen, weil das Bild an sich nicht schon so kaputt gebastelt ist. Und jetzt aufpassen, es ist ein 16-Megapixel-Sensor hier drin. Und ich muss sagen, die Fotos, die ich gemacht habe, ich blende jetzt welche ein, haben mich wirklich überzeugt, ob es beim schlechten Licht war oder gegen das Licht. Die Bilder haben immer einen guten Eindruck gemacht und haben sich auch immer wunderschön verarbeiten lassen. Das gleiche natürlich auch bei Video, aber das seht ihr gleich, wenn wir zusammen rausgehen und ein bisschen filmen. Dann testen wir natürlich auch das Mikrofon, was hier verbaut ist, hier auch nochmal eine Schnittstelle oder eine Öffnung dafür. Ansonsten, das Objektiv, was hier sitzt, hat einen Weitwinkel von 155 Grad. Bei der GoPro waren es, meine ich, 170, wenn ich mich nicht täusche. Es ist ein bisschen weniger Weitwinkel, aber ich muss sagen, ich finde es sogar besser so, denn ich mag es nicht, wenn ein Bild zu sehr verzerrt ist. Und hier ist es wirklich ein guter Mix aus, ja, ich habe noch alles wirklich auf dem Bild total nah und gut drauf vor mir. Und dann auf der anderen Seite auch nicht zu sehr verzerrt. Es sieht dann immer noch schön aus. Ich glaube, ihr habt es eben an den Fotos gesehen. So viel zur Kamera. Wir verbinden jetzt einfach mal mit der App und dazu hole ich erstmal mein Handy. Um jetzt die Kamera mit dem Smartphone zu koppeln,
ähnlich wie bei der GoPro, einfach auf diesen Wi-Fi-Knopf drücken, bis er anfängt blau zu leuchten, und dann könnt ihr auch schon mit dem Gerät anfangen, eure Verbindung aufzubauen. Jetzt wird erstmal gesucht, hier wird erstmal eine Fritzbox angezeigt. Mal kurz trennen und neu verbinden, weil das Wi-Fi wahrscheinlich noch nicht so weit war. Hier, so. Und das war's eigentlich schon. Jetzt könnt ihr auch schon die App starten. Diese befindet sich hier. Hier habe ich mittlerweile schon ein paar Apps von diversen Kameraherstellern drauf. Und die App nennt sich YeCam. So, die starten wir. Ist sogar auf Deutsch das Ganze. Das fand ich sehr schön. Und wie ihr schon sehen könnt, wird jetzt das Bild schon übertragen. Und ich muss sagen, es gibt keine großartige Verzögerung, was die Bildübertragung angeht. Da war es bei der Hero 3 zum Beispiel in Silver, die ich getestet habe. Die nehme ich immer als Beispiel, dass da wirklich sehr langsam geht. Schlimmer. So, jetzt zur App. Die Kamera lege ich zur Seite. Habt ihr jetzt gesehen, was sie oder wie man es verbindet. Die steht jetzt hier neben mir und streamt quasi hier aufs Handy, auf der ich diese App zeige. Die App an sich ist sehr simpel aufgebaut. Nochmal das Handy ein bisschen drehen, damit es nicht zu sehr spiegelt, so müsste es jetzt optimal sein. So, ihr habt hier einfach den Auslösebutton und anhand dieses Icons zum Beispiel seht ihr immer, in welchem Modi ihr seid. In diesem Fall ist es der Fotomodus. Wenn ihr auslösen wollt, einmal drauf gedrückt, zack, und dann ist das Bild auch schon gemacht. Hier links diese Blume ist ein bisschen auf das iOS-Design angespielt. Hier könnt ihr all eure Bilder angucken. Ja, das lädt jetzt einen kleinen Moment natürlich, weil meine Karte, die da drin ist, nicht die schnellste ist, aber es geht. Und hier sind die Sachen sortiert nach Foto, Video, und dann seht ihr hier all eure Aufnahmen. Wer mich auf Instagram abonniert hat, weiß vielleicht, was ich da gefilmt habe. So, dann könnt ihr wieder auf Foto. Und wenn ihr zum Beispiel ein Bild speichern wollt, wie dieses hier, einfach auf Download gehen, zu Downloads hingefügt, und hier ist jetzt eine 1 und zeigt euch alle Sachen an, die gerade runtergeladen werden. Und ich muss sagen, das Übertragen von der Kamera auf das Handy funktioniert sehr gut und wirklich sehr schnell. Hier unten nochmal parallel der Speicher eures Handys. Ich habe mir eins geholt mit mehr, weil diese 16 GB, die ich in meinem goldenen hatte, viel zu wenig waren. So, zurück, nochmal zurück. Und jetzt sind wir auch wieder in der Aufnahmevorschau und könnten jetzt hier drauf drücken. Und da seht ihr auch schon alle Modis, die diese Kamera bietet. Einmal Single-Aufnahme, dann Timer. Also ihr könnt einen Timer einstellen, bis die Kamera dann auslöst. Und eine Timelapse könnt ihr machen. Und dann natürlich ein Photoburst, wo ihr ganz viele Bilder hintereinander knipsen könnt. Dann hier unten der Videomodus und ein Timelapse-Videomodus. So, zack, ihr habt es auf Video gestellt. Der Knopf hat sich rot eingefärbt, steht dafür, dass ihr jetzt im Videomodus aufnehmen könnt. Hier oben dann nochmal die Einstellung normal, 1920x1080 Pixel in 60 Bildern die Sekunde. Ich zeige euch nochmal ganz kurz unter den Einstellungen, die ihr hier findet, was ihr alles machen könnt. Und zwar auf Video könnt ihr natürlich die Qualität einstellen. Ich gehe immer aufs Volle, auf volle Einstellung. Video-Zeitstempel brauchen wir jetzt nicht. Das ist dann einfach die Uhrzeit, die im Video angezeigt wird. Zur Videoauflösung, jetzt kommt das Interessante. Ihr könnt fast, ich sag's mal fast, in 2,7K, wohl eher in 2,3K filmen und 30 Bilder in die Sekunde. Das finde ich richtig gut. Für den Preis, überlegt euch, die Kamera kostet 80 Euro, könnt ihr in fast, sage ich mal, 2,7K, also 2,3K und 30 Bilder in die Sekunde filmen. Dann natürlich den Modus, den wir gleich auch testen werden, Full HD mit 60 Bildern in die Sekunde, dann auch mit 30, 48, 24, wenn ihr ein bisschen auf Film-Flair oder also Cinema-Flair auf euren Videos steht. So, gehen wir mal auf die kleineren Auflösungen, und da seht ihr schon, in 1280x720 Pixel könnt ihr in 120 Bildern die Sekunde filmen und in 848x480 in 240 Bildern die Sekunde sogar, also ultra krasse Slow Motions möglich. Die weiteren Einstellungen sind eigentlich nicht der Rede wert. Ich zeige auch nochmal schnell den Fotomodus. So.
Und da seht ihr es, zurzeit habe ich auf 12 Megapixel gestellt, weil ihr dann einfach ein 16 zu 9 Verhältnis habt. Also zurzeit Fotoeinstellung oder Sensoreinstellung wie bei der GoPro Hero 4, denn die hat auch nur 12 Megapixel. Gehen wir auf 16, was ja möglich ist, dann fotografiert ihr in 4 zu 3. Ist für mich nicht schlimm, gerade wenn ihr auf Instagram alle Bilder stellt, ist es dann einfach vom Format her ein bisschen anders. Ich muss euch nicht erklären, welches das ist. Also ich bleibe aber erstmal in dem 16 zu 9. So, beenden. Ihr habt, wie ihr seht, sehr viele Einstellungen und das ist auch gut so. Bevor ich diese Kamera vor 2 Wochen angefangen habe zu testen, kam auch schon direkt ein Update für die Kamera raus. Ist also auch richtig gut, da ist Xiaomi dahinter, dass diese Kamera stets weiterentwickelt wird und ja, nicht einfach nur eine Action-Cam auf dem Markt ist, um Hauptsache mal eine rausgebracht zu haben. Ich muss sagen, hier wurde wirklich, wirklich gute Arbeit geleistet und mit der Kamera lässt es sich arbeiten für wenig Geld. Lasst euch nicht erschrecken von dieser Galerie, die ist dann leider auf Chinesisch, aber der Rest der App auf Deutsch, ihr seht das, laden. Wir gehen jetzt zusammen raus und filmen ein bisschen und ich werde auch ein bisschen reden, damit ihr auch den Sound dieser Kamera mitbekommt. Bis gleich. Nicht erschrecken, wenn das Bild jetzt übertriebenst rauscht. Wir sind in meinem Auto in der Garage und haben ein ganz kleines Fenster vorne, welches ein bisschen Licht auf mich wirft. Also nehme ich mal an, dass das Bild sehr stark rauschen wird, auch schon rein wegen der ISO und so weiter. Aber das ist bei allen Action-Cams so, denn die Chips sind einfach noch viel zu klein, um mit solchem Licht klar zu kommen. Wir haben hier ein Objektiv mit einer Maximalblendenöffnung von 2,8. Aber es ist nicht der einzige Grund, warum wir hier nochmal schnell filmen, denn draußen ist es sehr sonnig und auch sehr windig. Die Sonne steht sehr tief, es ist dieses typische Herbstwetter, ihr kennt es, wenn die Sonne total grell und tief ist und die Schatten sehr lange sind. Ja, das ist Herbstwetter. So, wir sind jetzt draußen. Ich laufe hier mit meinem Selfie-Stick entlang. Die Kamera ist ungefähr 1,5 Meter von mir weg, nur damit ihr euch vorstellen könnt, wie der Sound so ist, obwohl die Kamera ein bisschen weiter weg von mir ist. Verzeiht mir, der Wind ist doch relativ stark gerade und hoffe, der peitscht nicht zu sehr gegen die Kamera. Auch die Sonne steht sehr tief. Wir laufen gerade entgegen. Natürlich wie einer, der sich ein bisschen mit Filmen auskennt, der läuft gegen die Sonne und nicht mit der Sonne, sonst sieht man wahrscheinlich nicht viel. So. Zurück zu meinem Fazit. Ihr habt jetzt gesehen, wie die Kamera verarbeitet ist, wie sie fotografiert, wie sie filmt. Und jetzt gebe ich meine Bewertung ab. 1 ist schlecht, 5 ist gut. Ich gebe gnadenlos 5 volle Punkte, denn diese Kamera ist sehr gut verarbeitet. Die Videoqualität passt. Ohne jetzt irgendwie was künstlich oder anzupreisen oder sonst was. Diese Kamera ist meiner Meinung nach filmtechnisch und fotografisch auf dem Hero 4 Silver Niveau. Wir haben zwar kein Display, aber überlegt euch 80 Euro. Ich muss auch sagen, dass dieser Umbrella-Chip, der hier drin verbaut ist, richtig gut ist. Sprich, er klatscht keine zu blauen Bilder rein oder zu warme Töne. Ja? Und dann habt ihr das Problem beim Bearbeiten, ja, ihr müsst dann aus einem kalten Bild versuchen, indem ihr warme Töne dazu gibt, irgendein Mittelding zu schaffen, bis ihr auf das Ergebnis kommt, die diese Kamera schon so liefert. Also, und selbst wenn ihr dann auf Instagram zum Beispiel Fotos ladet, direkt von der Kamera, und dann könnt ihr diese besser bearbeiten, weil das Bild einfach schön neutral ist, ohne zu sehr in irgendwelche Kontraste und Tiefen und Farbtöne zu gehen. Und das ist meiner Meinung nach richtig gut gelungen. Die Akkulaufzeit ist top. Ein kleiner Minuspunkt, natürlich ist kein Gehäuse dabei, aber dieses könnt ihr optional erwerben und ich finde, für den Preis ist das wirklich okay. Also von meiner Seite klare Kaufempfehlung und ich ziehe diese Kamera auch der SJ4000 vor. Wieso? Dort ist das Bild ein bisschen zu blau meiner Meinung nach und deswegen greife ich lieber hier zu, weil ich einfach mehr kreative Möglichkeiten habe als Mediengestalter, der gerne Bilder bearbeitet. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Ich hoffe, euch hat dieses Video und diese Kamera vor allem gefallen. Ich werde mich natürlich darum bemühen, weitere Action-Cams für euch testen zu können und das seht ihr dann in meinen folgenden Videos. Lasst ein Abo da, wenn es gefallen hat. Bis dann. Ciao.